Ja, liebe Freunde des Runden Leders, es geht wieder los am Samstag hier am Böllenfalltor vor der neuen Nordtribüne hier hinten zu sehen. Die wird zum ersten Mal besetzt sein um 15.30 Uhr. SV 98 gegen den FC Ingolstadt. Und da müssen wir jetzt mal gar nicht viel drüber reden, denn da ist ein Punkt einfach ganz, ganz wichtig. Und ein Dreier wäre eminent wichtig, denn der FC Ingolstadt ist neben dem Hamburger SV eine der Mannschaften, die gerade mal 2 Punkte auf dem Konto hat. Wenn man gegen die nicht gewinnt, gegen wen denn dann? Also ein gewisser Druck ist durchaus da. Auch wenn Trainer Norbert Meyer eben noch mal gesagt hat, Ziel muss es sein, den Abstand zu halten. Noch besser natürlich, ihn auf 9 Punkte zu vergrößern. Ingolstadt hat gerade den Trainer gewechselt. Markus Kauczynski ist weg. Mike Walpurgis ist da, ein Mann, den wir noch nicht so auf dem Schirm hatten. Norbert Meyer kennt ihn. Er hat mal mit Bielefeld gegen den VfL Osnabrück gespielt, als Mike Walpurgis dort Trainer war. Sonderlich gut in Erinnerung hat er ihn nicht. Ist auch eine andere Mannschaft. Ingolstadt kann man kaum vergleichen. Immerhin hat er ihn schon mal als Trainer erlebt. Die 98er eigentlich in Bestbesetzung. Felix Platte fehlt weiterhin. Jan Rosenthal noch nicht im Kader. Hat mir Trainer Norbert Meyer eben noch mal gesagt. Käme zu früh. Roman Beschak wird auch nicht spielen. Der hat sich ja den Zeh gebrochen. Könnte mit schmerzstillenden Mitteln vielleicht spielen. Soll er aber nicht. Man will da auch kein Risiko eingehen. Wie gesagt, am Samstag erstmals vor dieser neuen Nordtribüne. Die Südtribüne auf der anderen Seite ist schon fertig. Wir werden also zum ersten Mal dieses Böllenfalltor im neuen Zustand erleben. Ein paar Tickets gab es sogar noch am Donnerstag für die Nordtribüne. Liegt allerdings eher daran, dass noch nicht alle Plätze eingenommen wurden. 3 Punkte wären eminent wichtig. Ingolstadt auf Distanz halten. Nichts anderes kann das Ziel sein. Am Samstag 15.30 Uhr hier am neuen Böllenfalltor.